Hallo ihr Lieben, heute habe ich nochmal eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um dieses Schätzchen hier gehen, den vierten und letzten Teil der Broken Darkness Reihe von M. O'Keefe und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wie immer als allererstes vorweg möchte ich sagen, dass ich dieses Buch wieder netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das Buch wieder von euch bekommen habe und oh mein Gott, wie habe ich mich auf diese Geschichte gefreut und wie habe ich diese Geschichte herbeigesehnt und wie bin ich von dieser Geschichte gehypt gewesen und wie gut hat diese Geschichte meine Ansprüche erfüllt. Oh mein Gott. Ich hatte nach dem dritten Teil ja so ein bisschen Angst, dass ich dieses Buch für mich persönlich überhypen würde, denn ich war ja schon nach dem zweiten Teil ultra gespannt auf die Geschichte von Tiffany und Blake. Und dann habe ich ja den dritten Teil gelesen, der ja nicht so wirklich mein Fall gewesen ist, wo mir auch die Charaktere ja nicht wirklich so gefallen haben. Und ja, da hatte ich so ein bisschen Angst dann vor dem vierten Teil, aber holy moly, der vierte Teil ist so unglaublich gut. Ich würde sogar sagen, dass der vierte Teil für mich der Lieblingsteil ist der Reihe, denn ich fand die Geschichte einfach so unglaublich gut und die ist so toll erzählt worden, die Geschichte, und ich mag die Charaktere, ich fand einfach das ganze Drum und Dran in der Geschichte toll und ja, also ich würde schon sagen, dass der vierte Teil der Lieblingsteil der Reihe für mich ist und ich erzähle euch jetzt aber erstmal, worum es in diesem Schätzchen hier eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Tiffany und Tiffany lernen wir im ersten Teil von Broken Darkness auch schon kennen. Sie kommt im zweiten Teil wieder mit drin vor und auch am Ende vom dritten Teil. Und Tiffany ist eine Freundin von Annie. Tiffany hat mit ihren drei Kindern und ihrem gewalttätigen Ehemann auch in diesem Trailerpark gewohnt. Und ja, es kommt dann im Laufe der Geschichte auch heraus, dass der Ehemann von Tiffany einen sehr, sehr reichen Bruder hat und die Familie von ihrem Ehemann gar nichts von ihr wusste. Und sie wusste nicht mal, dass ihr Ehemann überhaupt noch eine Familie hat, denn er hat ihr mal gesagt, seine Eltern wären tot und er hätte zwar einen Bruder, der aber nicht mit ihm redet. Und ja, Tiffany wusste halt nicht, dass es da Menschen gibt noch auf Seiten seiner Familie und sie kann halt auch diese Menschen überhaupt nicht einschätzen. Und als sie dann Blake kennenlernt, quasi ihren Schwager, denkt sie sich so, ja, Arschloch. Denn Blake bietet ihr Geld an, damit sie sich von seiner Familie fernhält. Denn Blake schätzt Tiffany genauso ein wie Phil und Phil ist der Ehemann und denkt sich ja, die ist wahrscheinlich auch nur auf Geld aus und möchte sie deswegen halt von der Familie fernhalten und gibt ihr dann halt 20.000 Dollar. Und das ist das, was halt im zweiten Teil von Broken Darkness schon passiert, dass er ihr dieses Geld gibt, damit sie halt sich von der Familie fernhält. Und Tiffany schafft es dann mit diesem Geld, ihren Ehemann zu verlassen und sich eine Wohnung zu nehmen, sich ein Auto zu mieten. Sie sucht sich einen Job, damit sie halt für ihre Kinder sorgen kann und bietet ihren Kindern damit halt auch ein neues Leben und halt für sich auch ein neues Leben. Aber sie wird halt Phil einfach nicht los. Und als Phil wieder einmal randalierend vor ihrer Tür steht und sie mit ihren Kindern durchs Badezimmerfenster gerade so fliehen konnte, weiß sie halt auch nicht mehr wirklich wohin und landet schlussendlich bei Annie. Und Annie hat aber an dem Abend, wo Tiffany bei ihr vor der Tür steht, eine Weihnachtsparty im Haus und ja, das wusste Tiffany natürlich nicht und sie schämt sich auch für ihr Äußeres, denn sie hat sich das Nötigste quasi angezogen, ihre Kinder geschnappt und ist halt abgehauen von ihrem Ehemann und möchte jetzt eigentlich auch gar nicht Annie irgendwie weiter belästigen auf dieser Party und möchte dann halt quasi gerade wieder gehen, als sie von jemandem entdeckt wird, der sie halt auch kennt, und zwar Joanne. Und Joanne ist eine weitere Nachbarin gewesen aus diesem Trailerpark. Um Joanne geht es ja im dritten Teil. Und ja, sie sieht sie und stellt sie natürlich zur Rede, warum sie da ist und was los ist. Und das sorgt für sehr, sehr viel Aufsehen, denn Tiffany möchte eigentlich gerade wieder gehen und sagt, nein, lass mich in Ruhe. Und das Ganze bekommt Blake mit. Und Blake konfrontiert sie dann quasi auf dem Weg nach draußen, was ihr denn einfällt, hier aufzutauchen. Er hat ihr doch das Geld gegeben, damit sie verschwindet und nie wiederkommt. Und sie sagt dann, ja, ich will ja gar nicht zu ihnen oder zu ihrer Familie, ich will zu meiner Freundin. Und dadurch entsteht dann halt eine ziemlich große Diskussion, die sehr viel Aufmerksamkeit auch auf sich zieht. Annie kommt dann noch dazu und ja, Tiffany ist das Ganze einfach nur oberpeinlich, weil sie halt auch weiß, wie sie gerade aussieht. Ihre Kinder sitzen im Auto total verängstigt und sie lehnt dann jede Hilfe, die sie halt auch von Annie bekommt, dann auch erstmal ab und fährt mit ihren Kindern ins Hotel und haut dann quasi dort erstmal wieder ab und denkt sich so, nee, ich hätte hier nicht herkommen sollen. Und ja,
ist dann halt immer noch allein in dieser Scheißsituation, denn die Familie von Tiffany hat sie quasi verstoßen und will mit ihr nichts mehr zu tun haben, aufgrund dessen, dass sie diesen Typen ja geheiratet hat und hatte halt auch keine Hilfe zu erwarten. Die einzige, die ihr noch so ein bisschen unter die Arme greift, ist ihre Schwester. Die ist jetzt aber auch gerade erst mit dem College fertig und konnte ihr bis dato halt auch immer nicht so helfen. Und ja, sie schafft es dann aber doch, zu ihrer Schwester zu kommen und lässt ihre Kinder dann halt auch mal bei ihrer Schwester am nächsten Tag, damit sie sich halt erstmal die Wohnung angucken kann, wie die jetzt halt aussieht und halt auch gucken kann, ob der jetzt halt auch weg ist. Und als Tiffany dann wieder nach Hause kommt an ihre Wohnung, ist sie sichtlich erschrocken, als sie dort auf einmal auf Blake trifft. Und ja, sie hat keine Ahnung, was der Typ da jetzt eigentlich zu suchen hat, denn er hat ja gesagt, er soll sich von ihnen allen fernhalten. Und Blake redet dann mit ihr über diese komplette Situation und merkt dann halt auch sehr, sehr schnell, dass Tiffany ganz anders ist, wie er sie eingeschätzt hat. Und ja, was dann mit den beiden in dieser Geschichte alles passiert und was mit diesem gewalttätigen Ehemann passiert und ob Tiffany es schafft, von ihm loszukommen endgültig, also dass er sie jetzt in Ruhe lässt und wie Blake mit der ganzen Situation umgeht, weil er ja sein Bruder ist und was er der Familie alles noch sonst so angetan hat, dieser Phil. Das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Also es ist eine ziemlich komplizierte Geschichte, um das zu erklären. Also ich hoffe, ihr habt das jetzt auch alle verstanden, was ich da erzählt habe. Wenn man es selber liest, ist es natürlich nicht so kompliziert, aber ich finde es halt sehr schwer zu erklären und halt auch die Zusammenhänge zu erklären. Es ist aber halt sehr, sehr wichtig, dass man weiß, wie die Zusammenhänge in dieser Geschichte sind, denn die spielen natürlich auch noch eine sehr, sehr große Rolle, denn Tiffany und Blake sind ja quasi verschwägert und Phil ist ihr Ehemann und sein Bruder und das ist halt auch alles gar nicht so einfach. Dann hängen ja da die Kinder noch mit drinne und die Mutter von Blake hängt da auch noch in einer gewissen Art und Weise mit drin, da sie ja auch nichts von ihr weiß und den Kindern. Und das ist halt einfach eine sehr, sehr komplizierte Situation in dieser Geschichte. Und ich muss sagen, dass ich die Geschichte vom Inhalt her, vom Verlauf her, vom Aufbau her richtig gut fand. Ich habe angefangen, dieses Buch zu lesen und habe gedacht so, das wird richtig, richtig gut. Allein diese erste Szene da oben bei dieser Weihnachtsfeier auf diesem Berg, da hat die Autorin so viel Gefühl in die Geschichte gelegt, dass man einfach nur mit Tiffany sehr viel mitempfunden hat und sehr viel auch bei ihr war in dieser Geschichte. Und man dachte einfach nur so, boah, die arme Sau, ne? Man möchte ihr einfach gerne helfen als Leser auch und ihr aus dieser Scheiße raushelfen und den Kindern helfen, dass es denen gut geht. Und ich finde, die Autorin hat das mit so viel Gefühl auch alles rübergebracht in dieser Geschichte. Also, das war schon der Wahnsinn, muss ich sagen. Also wirklich, das war richtig gut. Also zum Inhalt und zum Verlauf kann ich ja sagen, dass mir die Geschichte gut gefallen hat. Ich fand das Ende auch richtig gut, wie das Ganze dann abgehandelt wurde, was da am Ende halt auch so passiert. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Also da kann ich mich auch echt nicht beschweren. Da kann ich nicht sagen, dass mir irgendwas nicht gefallen hätte. Also ich mochte den Inhalt der Geschichte, ich mochte den Verlauf. Was die Charaktere betrifft, fand ich Tiffany richtig toll. Diese Bücher sind natürlich auch von der Erotik her ja schon etwas mehr und auch jetzt nicht so blümchenhaft von der Beschilderung wie vielleicht New Adult Bücher. Also das hier sind ja richtige Erotikromane, es sind ja keine New Adult Bücher, ne? Und das Sexuelle in diesen Geschichten steht schon relativ im Vordergrund. Was mich bei dem Buch jetzt aber nicht so gestört hat wie beim dritten war mir das ja einfach zu viel. Hier fand ich, war es okay und aufgrund der Vergangenheit der beiden konnte die Autorin das ja jetzt auch nicht einfach so entstehen lassen. Da hängt auch schon noch was dran an der Geschichte, was auch das Sexuelle betrifft und das fand ich, hat die Autorin auch gut rübergebracht, das hat sie auch gut beschrieben und so verdammt, wo war ich denn jetzt eigentlich? Ich bin schon wieder total abgekommen vom Thema. Kennt ihr das immer, wenn ihr irgendwas erzählen wollt, was ihr gut fandet, dann wisst ihr immer gar nicht, wo ihr anfangen wollt und dann verhattert ihr euch in der Erzählung und ihr wisst am Ende gar nicht mehr, wo ihr jetzt eigentlich wart. So geht's mir gerade. Also Inhalt toll, hat mir gut gefallen, was die Charaktere betrifft, fand ich es richtig gut. Ich fand Tiffany richtig toll. Ich fand Blake richtig gut. Ich fand die Entwicklung, die er in dieser Geschichte gemacht hat, richtig, richtig gut. Ich fand die Entwicklung von Tiffany richtig gut. Ich fand die Kinder unglaublich toll und auch die anderen Nebencharaktere, die in diesem Buch wieder mit drin vorgekommen sind, fand ich mega. Ich muss auch sagen, dass ich Phil als
Arschloch in dieser Geschichte ja auch sehr, sehr gut fand. Also der ist richtig gut rübergekommen. Man kann sich genau vorstellen, was das für ein Typ ist. Man kann sich diesen Typen in seiner ganzen Bosheit einfach nur richtig gut vorstellen. Das fand ich auch mega. Was das Setting betrifft, hat es mir auch alles sehr gut gefallen. Ich fand die Beschreibungen wieder richtig gut. Wir sind teilweise in dieser Geschichte ja auch wieder bei Dylan im Haus. Das kennt man ja schon aus den vorherigen Bänden. Man ist aber auch an neuen Orten, wie zum Beispiel in der Wohnung von Tiffany und die Wohnung von der Schwester oder in der Bar, wo sie arbeitet. Ich finde, die Autorin hat diese Orte gut beschrieben. Ich hatte keine Probleme damit, mir irgendwas in meinem Kopf vorzustellen. Das hat sie super umgesetzt. Es ist auch alles nicht zu detailreich beschrieben. Also ich finde, das war das richtige Maß von allem. Was den Schreibstil betrifft, hatte ich ja zu den letzten Teilen schon gesagt, dass der Schreibstil hier in dieser Geschichte etwas derber ist. Also wir haben hier nicht so eine... ja, Geschichte, wo der Schreibstil so sehr blümchenhaft ist und alles sehr schön umschrieben wird. Nein, in dieser Geschichte ist alles klar auf den Punkt, es ist alles knallhart erzählt. Es ist eine teilweise sehr derbe Ausdrucksweise, was diese Geschichte hier betrifft. Und Milo trinkt gerade. Okay, Milo scheint fertig zu sein. Also diese Bücher haben ja schon eine derbere Ausdrucksweise generell in allem und das sind halt nicht solche Blümchengeschichten, sondern das sind halt Geschichten, die so knallhart auf den Punkt sind, die halt auch von der Ausdrucksweise her derbe sind, wo halt auch Schimpfwörter mal drin vorkommen und alle solche Sachen. Und das fand ich ja abwechslungsreich und das fand ich richtig gut. Das hat mir sehr gut mal gefallen, dass das halt alles immer nicht so verschönt wurde. Und diese Bücher sind natürlich auch sehr dramatisch. Ich fand diesen Konflikt zwischen Tiffany und Phil und zwischen Blake und Phil und zwischen Tiffany und Blake, den fand ich richtig gut, denn die beiden können sich auch am Anfang nicht leiden, also Tiffany und Blake. Und dann diese Verwandlung zu sehen, fand ich richtig toll und die Autorin hat das super beschrieben und super umgesetzt. Und man hat das halt auch einfach den beiden abgekauft, dass halt diese Verwandlung in dieser Beziehung und in dieser ganzen Dynamik, dass das halt auch so vonstatten geht. Und ich finde, das hat die Autorin super hingekriegt und das hat sie halt auch super beschrieben alles. Und ich habe ihr das halt auch alles abgenommen. Also wie gesagt, vom Schreibstil her kann ich mich auch nicht beschweren. Ich finde, die Ausdrucksweise ist halt einfach mal was anderes. Sie ist sehr, sehr derbe, aber dafür halt auch sehr, sehr ehrlich und klar auf den Punkt. Und ja, das fand ich halt richtig gut. Und wie gesagt, die Dramatik in diesen Büchern fand ich auch richtig gut. Mehr kann ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen. Ich fand dieses Buch einfach toll. Wie gesagt, es ist für mich definitiv der beste Teil der Reihe. Auch wenn ich da jetzt noch im Rückblicken so drüber nachdenke. Definitiv hat mir diese Geschichte hier am besten gefallen. Ich finde einfach die ganze Situation und die ganzen Umstände in diesem Buch einfach sehr, sehr dramatisch und sehr, sehr drastisch. Und was da halt alles so passiert, fand ich richtig toll. Das Ende ist schon echt kitschig. Und das Ende, die letzte Situation in diesem Buch, da war ich kurz so, ew, ew. Das würde ich jetzt nicht unbedingt wollen. Aber okay, es ist halt jetzt einfach so in dieser Geschichte. Wenn ihr das Buch gelesen habt, werdet ihr wissen, was ich meine vielleicht. Ja, aber ansonsten hat mir die Geschichte wirklich richtig gut gefallen. Ich kann euch das Buch ja wirklich nur empfehlen. Ihr müsst jetzt nicht zwingend die ersten Teile hier gelesen haben, um dieses Buch zu lesen. Um natürlich die komplette Situation zu verstehen und dieses ganze Drum und Dran empfiehlt es sich natürlich. Aber ihr müsst jetzt nicht zwingend, um diese Geschichte zu lesen, die anderen Teile vorab gelesen haben. Also das ist schon eine Reihe, die so sich aufeinander aufbaut, aber ihr könnt die Teile trotzdem unabhängig voneinander lesen. Es kann allerdings sein, dass ihr dann ein bisschen schwieriger in die Geschichte halt auch reinkommt, weil ihr die ganzen Hintergründe noch nicht kennt und noch nicht so greifbar habt, wie jetzt andere, die die Teile alle gelesen haben. So, und mehr kann ich dazu jetzt einfach auch nicht sagen. Ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerne mal solche Bücher lest, wie jetzt zum Beispiel die Sinners of Saint Reihe, die halt einfach ein bisschen derber sind vom Ausdruck her und die halt auch ein bisschen versauter sind und wo die Erotik halt auch eine größere Rolle spielt, dann schaut euch diese Reihe hier auf jeden Fall an. Ich kann sie euch wirklich komplett empfehlen. Wie gesagt, der dritte Teil war jetzt nicht mein Fall, aber der vierte war definitiv richtig gut. Ich liebe dieses Buch und mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Falls ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir gerne wie immer eure Meinung unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich jetzt wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.